Da habe ich mir auch die lautesten Waffen ausgesucht, die es gibt, ey. Boah, Junge, Junge, Junge. Doch, man kommt dann mit so einer 8-8 auf zwei Rädern an. Oder mit so einer Piratenschiffkanone. Ja, har. Wenn der erste eine Granate findet. Und uns die vor die Füße wirft. Hey, guck mal, was ich gefunden habe. Oh, guck mal, ich hab was in der Hand behalten. Grünes Osterei. Haben wir den schon Ostern? Guck mal, da ist ein Schlüsselring dran. Plink. Befell, dass der mit dem Kompass hinter uns ist, oder? Ja, laufen wir denn überhaupt noch richtig? Muss der eigentlich? Jumi brennt nur vor. Ja, ihr seid immer alle so langsam, ich verstehe das immer nicht. Ja, wo ist er denn? Da ist noch. Wo ist er denn? Ich sehe einen vor mir, einen mit dem Helm. Das ist Speedy. Ach da. Da, alles klar. Check mal kurz die Lage. Die Spruchblüte weg. Ich laufe nach Norden. Gut. Ja, jetzt ist er wieder schnell. Und im Enten Gänsemarsch. Und im Ententanz. Wir sind gerade so schön Freeloot für einen Sniper, da muss nur dreimal nacheinander schießen. Auf eine dieselbe Stelle halten wir dann nur dreimal schießen. Den ersten abschießen und warten, ja. Ja. Pom, pom, pom. Irgendwer. Hab ich euch schon wieder überholt? Wie mache ich das immer? So, ich mach jeden Meter nach. Pinkeln? Am Ort stehen geblieben. Einmal pinkeln. Da ist ein Stein. Warum sind denn hier so viele Steine im Wald? Das manchmal ein Wald zu an. Ja, das sind wir gleich da. Wir liegen manchmal viele. Immer. Manchmal viele immer? Ja, ich wollte mal. Egal. Wir ziehen schon mal vorzugsweise die Waffe. Oh, ich muss mich mal eben abhocken und meine neue laden. Er sagt mir, die hatten noch einen Schuss. Ich lade auch mal kurz. Oder mal ein bisschen was. Oder dann. Das mit dem Laden ist manchmal ein bisschen aufwendig. Nicht so. So. Wie mache ich eigentlich die Taschenlampe an und aus? Rechts geht auf die Taschenlampe. Aber die leuchtet, glaube ich, nur in der Nacht. Also ja, stimmt, habe ich gelesen letztens, ja. Ja. So, wo seid ihr? Da sind... Ah, da. Alles klar. Letztens habe ich aus Versehen geschossen, weil ich wie in WoW laufen wollte und beide Maustasten gedrückt habe, gleichzeitig. Ist mir auch schon mal passiert. Bisschen dumm gelaufen. Ratatatatat, halbes Magazin geknallt. Ups. Mitten in der Stadt, glaube ich auch noch. Hier ist ein Stein, hier ist ein Stein, hier ist ein Weg. Steinweg. Huschen geblieben, super. Dieser Weg wird kein leichter sein. Okay. Auf jeden Fall schon mal wieder Wasser hat. Wer Durst? Da will wir was auffüllen. Nö. Ich hab euch beide verloren. Über die Straße rüber. Ja, hab ich einen. Ja. Miep, miep. Leisen. Man nennt mich auch Schleicher. Babam. Oh nein, Berge. Dann ist es eine Lache. Ja. Schön ist auch, dass ich so komische Bundeswehrstiefel anhab. Ja, ist doch schön. Military Boots im Farblook Red Punk. Da duck ich mich jetzt. Ihr seid wieder weg. Eisbäume. Einfach durch die Bäume durch. Flughafen, ja, alles klar. Oh, das hat jetzt aber gedonnert.
Alle da? Ja. Spurenvergleich, Lagebesprechung oder sowas. Erstmal ranpirschen. Ranpirschen, für Flo gilt nicht schießen. Oh ja. Ich brauche einen Schalldämpfer für das Ding, ey. Brauchst du drei? Meter Schalldämpfer vorne dran. Klingt immer noch laut. Machst du dir Max Payne und tu dir eine Plastikflasche draufsetzen. Oder eine Katze. Das war Postle. Ja. Miau. Miau. Ja, das war aber ein schlimmes Spiel, ey. Ja, vor allem, es hatte keine Handlung. Doch, du musst Milch kaufen. Echt? Ja, und nicht mehr Bank. Dafür bist du ja rausgegangen. Du musst Milch kaufen, hast irgendwie festgestellt, dass du kein Geld hast, dann musst du zur Bank oder so? Ja, irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon ungefähr 12.000 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Und die Zeitangabe ist gar nicht übertrieben. So, Freunde, wo seid ihr? Steht da einer? Halt. Ich bin jetzt, alle da. Bin jetzt gleich am Zaun, ja, ne? Da steht definitiv einer, aber ich weiß nicht, ob es ein Zombie ist, vorm Gebäude. Gebäude, Ubi, du hast doch die... Das ist ein Zombie. Denn es war da noch keiner. Alter. Könnte zumindest sein. Ich meine, da gibt es ja noch einen Hintereingang. Bewegen tut er sich zumindest nicht, ne? Nee, das ist ein Zombie, ganz sicher. Hier ist ein Loch im Zaun. Bam, ist ein Zombie, der schießt. Bam. Ah, Mann, jetzt geh doch mal da. Oh. Scheiß Charakter. Turm sieht auch clean aus. Das ist sehr schön, wenn man zwei Leute hat, die mit Waffen rumrennen. Brauche ich das selber nicht machen. Doch, wäre ganz gut. Guckst du noch, Juri? Ja, ich gucke viel. Da kommt der Zombie. Bitte lautlos umbringen. Ich nicht. So, wenn der mal die Axt raus basteln würde. Jupp, komm her. Ey, jo, ist klar. Mal. Mit dem Gewehr bist du super, aber mit der Axt, das ist... Ich weiß auch nicht, der ist plötzlich langsam gelaufen. Turm sieht immer noch gut aus. Tür ist doch aber auf. Da hinten auch beim Turm. Hier war inzwischen schon jemand. Warum die Tür ist immer auf? Hier sind beide Türen auf. Hier liegt erneut Kochsalzlösung, aber badly damaged. Ich bin unten im Raum. Bleib mal an der Tür. Vorsicht, Zombie. Eine Axt, so. Ist die besser als meine? Badly damaged, ich bin nur kaputte Äxte. Military Boots, das geht doch. Brauch noch irgendwelche Stiefel. Die Stiefel sind hier oben tatsächlich auch echt genug. Hast du das Stiefellager gefunden, ja? Ja. Hier ist M4 Money, die nehme ich mal mit. Für Handschuhe? Nö. Hier ist ein leeres Magazin, 20 Schuss. Ah, stimmt, meins war auch leer, was ich gefunden habe. Gott, die sind ja wirklich. Schuhe und Spite, Pipsi. So. Gucken wir da hinten nochmal ganz schnell und dann gehen wir mal einen weiter. Achso, hast du schon. Okay. Da waren, da liegen Handschuhe, ein leeres Magazin und eine Dose Pepsi. Ja, dann weiter, weiter, weiter. Vorsicht beim Rausgehen.
Vivi, mach mal eben bitte was mit deiner Waffe, du backst bei mir nur durch die Gegend. So? Danke. So. Soll ich mal eben hier unten warten? Wäre ganz gut, wenn einer eine Türdeckung gibt. Magnum braucht keiner, oder? Hab ich selber. Nein. Ich verschaffe mir kurz einen Überblick. Ich wollte gerade sagen, ganz oben liegen ab und zu mal Scopes drauf oder so. Ja. Scheinen ja auch gerade relativ alleine zu sein. Ganz oben, du meinst auf dem Dach selbst, oder was? Ja. Komm, du brauchst eigentlich nur zwei Stufen hochgehen und dann kannst du schon gucken. Wo ist denn die Leiter dazu? Neben der Tür, wo du rauskommst. Ach so. Hier ist noch eine Menge Kohle an Zeug, ne? Bringt die mal durch. Ja. Aber hier liegt nix. Okay, dann gehen wir wieder runter, oder? Würde ich meinen. Ja, dann. Flo, wir kommen runter. Mhm. Ich bin unten in der Tür. Okay. Dann mal weiter zum Hangar. Boah, das hier finde ich mal so extrem aufregend irgendwie. Danach muss ich auch bald weg. Ja, hier höre ich auch mal auf, dann legen wir uns noch irgendwo in den Wald rein. Morgen Abend hätte ich theoretisch wieder Zeit zu spielen. Ja, wir gucken mal. Muss ich nur gucken, dass ich meinen Rechner eventuell umbaue. Jo. Vorsicht, lass mich eben einmal um die Ecke gucken. Gasmasken frickelt's, ey. Okay, sieht clean aus. Hier drin habe ich noch nie was gefunden. Aus. Doch, Schuhe, eine Wasserflasche. Ja, pff, aber nichts Relevantes irgendwie. Eine Mosin habe ich hier auch schon drin liegen sehen. Ganz hinten gucken, da liegen manchmal ganz kleine Pitzeldinger, das siehst du richtig schlecht von vorne. Okay. Ich glaube, da hinten liegt wirklich was. Hier, guck mal, ich gebe Deckung. Hier. Teilweise richtig ranzoomen. Brauchen wir eine Batterie? Ja. Hui. Alter, das ist ein D4, eingepackt oder so. Nee, für Yugis Pistolenflashlight oder so. Nee, ist jetzt egal. Bin da. Okay, wir gehen dann weiter. Gleiches Spiel wie eben. Da liegt ein großer Rucksack. Noch ein bisschen Muni für, ne? MP-Bomb. Im Rucksack was drin? Nö, schade. Das Glück hatte ich auch schon einmal. Ja, das kann passieren. Dass irgendwelche Leute was drin vergessen haben oder so. Ja. Geil, hey, liegen einzelne Patronen auf dem Boden, aber steht nur Schuss bei, ne? Hab auch schon eine Dosis Trinken gehabt, wo dann irgendwie 0% neben stand. Ja. Turm ist leer. Hier mit einmal die Straße ein bisschen runter, wenn das geht. Guck mal eben in die Tür, aber da ist so nichts zu sehen. Straße auch nicht, aber ich habe da keine weite Einsicht. Licht hier. Ja, ist klar. Will noch einer so einen lauten Ballermann? Nö. Dachte ich nicht. Ich gehe hoch. Miete, gibst du Türdeckung? Ja, wie ich finde, du willst jetzt so einen Pilotenhelm. Ja, den nehme ich. Der liegt unten drin, der ist aber damaged. Oh, egal. Hier ist ein Waffenholster.
Eine Roundbox, 300 Roundbox. Das klingt gut. Wenn die keiner will, nehme ich die. Ja, und hier oben auf dem Dings liegt gleich auch noch Munition für dich. Hm. Unten, wie gesagt, direkt unter uns. Ja. Deadly Damage Axt, unfassbar. So cool ich diese Mützen ja auch finde, aber so deckungstechnisch ist das irgendwie nix. Achso, wobei der ist ja auch, aber den kann man glaube ich ansprühen, oder? Weiß ich nicht. Ne, geht nicht. Ja, dann bleibe ich bei meiner Mütze. Einen weißen Helm finde ich fast noch schlimmer als einen roten. Ich komme raus. Bei dir müsste jetzt eigentlich... Das ist doch nervig, dass das sofort runterfällt, wenn man es irgendwie ganz gegrabt kriegt. Midi, wo bist denn du? Drüben, ich lag gegenüber im Gebüsch. Ah, okay. Bist du mich? Ja, ja. Bin sofort da. Den scheiß Snaploader, den kann ich auch wegschmeißen, oder? Ja, beeil dich da drin bitte einmal ein bisschen. Ja, eigentlich schon. Ich bin da. Bin so gut wie da. Sehe die Tür. Bei Gewitter hier ist das noch schlimmer. Bei mir ist wieder Sonne. Ist immer noch wie Sau. Ja, bei mir auch. So, ich sitze am Wegesrand. Chlor kommt auch raus, dann können wir wieder weitergehen. Jetzt müssen wir für die nächste Zeit mal irgendwie aus dem Norden raus, weil ich halte mich hier die ganze Zeit im Norden auf. Das nervt ein bisschen. Hm, zum großen anderen Flugplatz oder nach Balote oder so. Ja, vor allem will ich mal wieder jemanden treffen, mal ein bisschen Action und so. Ja, lassen wir mal an der Küste Richtung Süden runtergehen. Können wir auch. Das ist auf jeden Fall auf jemanden. Oh. Ja, Spawnpunkt technisch und so. Ja gut, Bambis will ich nicht sehen, das ist mir egal. Bambis killt man das aber nicht unbedingt, da rennen auch noch andere rum. Oh. Ja, Bambi-Killer. Mittlerweile so oft, wenn ich alleine spiele, irgendwie was weiß ich, du rennst da rum, hast gerade einen Rucksack gefunden, kommen da fünf Leute, die so aussehen wie wir, komplett in grün, schwer bewaffnet. Ratzen alles um, was läuft. So, ich glaube, hier setze ich mich mal eben in den Busch. Ja, das reicht dann auch für heute, oder? Danke. Jo. Wir haben es überlebt, das reicht. Ja, genau. Überlebt, dann logge ich mich mal hier aus. Dann danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen, liebe Freunde, und dann treffen wir hoffentlich bald mal wieder jemanden und schießen ein bisschen rum. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.